So, ich grüße euch noch einmal, wieder mal, wie auch immer. Diesmal ein ne neues How-To, das nächste How-To zum E75. Das ist der Nachfolgepanzer vom Tiger II. Somit ist es der Tier 9 Heavy der Deutschen auf der Linie zum E75. Der E75 wird von vielen als der beste 9er Heavy bezeichnet, den es im Spiel gibt, was einmal auf die Panzerung zurückzuführen ist. Na, die Panzerung vom E75 ist einfach enorm. Wenn wir jetzt einfach mal die Panzerung angucken und den Winkel vergleichen, also hier ist die Frontplatte vom E75 liegt knapp unter 40 Grad Neigung. Beim Tiger II liegt die Panzerplatte deutlich steiler und liegt unter 30 Grad Neigung. Bei 30 Grad verstärkt sich effektiv die Panzerung um die Hälfte. Das heißt, wir haben beim Tiger 250 mm nur Stahlplatte, also Panzerung, und durch die Winkelung verstärkt sich die auf knapp 300 mm. Beim E75 sind wir bei 160 mm Wannenpanzerung. Und da kommt dazu ein 40-Grad-Winkel, also wir sind hier in einem Bereich von 380, 400 ungefähr, was die Panzerung bringt. Und wenn wir den E75 noch anwinkeln, ungefähr in dem Bereich, sind selbst 10er Jagdpanzer nicht mehr in der Lage, einen Durchschlag auf der oberen Panzerplatte zu erzielen. Allerdings kommen sie durch den Turm, das muss man dazu sagen. Also es ist kein Rezept für schmerzfreies Rumfahren. So, zur Forschung bzw. zum Grind. Die übliche Vorgehensweise beim Freispielen vom E75 ist, die Ketten sind wichtig. Dann als, also Fug 12 ist sowieso klar, das kann man ja sofort einbauen. Den Motor muss man, glaube ich, mittlerweile muss man ihn noch erforschen. Ja, muss man erforschen. Muss ich gerade noch mal geschwind gucken. Ja. Also er muss jetzt erforscht werden, vorher war es nicht so. Er wurde ja jetzt mit Patch 8.8 genervt, also in Anführungsstrichen genervt. Er hat einen Motor verloren. Er hatte vorher 1200 PS, jetzt hat er nur noch 900. Dafür ist der Bodenanpressdruck reduziert worden, das heißt, die Beweglichkeit ist erhalten geblieben. Die Höchstgeschwindigkeit wurde dafür auf 40 km/h erhöht, die schafft er auch. Das Einzige, wo man diesen PS-Verlust merkt, das ist bergauf. Da wird er doch etwas langsamer, aber ansonsten ist der Panzer astrein zu spielen, auch mit nur 900 PS. So, aber jetzt zurück zum Forschungsbaum, also zur Forschung. Wichtig als erstes die Ketten. Das Fug 12 haben wir sowieso freigespielt und wer nicht genug Free XP hat, muss ihn mit dem Tiger 2-Turm spielen. Also das ist der ausgebaute Tiger 2-Turm vom Prinzip her. Und dann mit der langen 10,5 cm vom Tiger 2 auf jeden Fall. Ansonsten wird man mit den anderen verfügbaren Kanonen nicht glücklich gegen 10er Panzer, weil Matchmaking von 9 bis 10 ist ganz klar, dass man relativ viele 10er Matches dabei hat. Ganz wichtig beim E75, auch wie beim Tiger 2, ist der Turm, weil der Turm enormes Plus an Panzerung bringt. Der E75 Stockturm hat 185 mm Panzerung, der ausgebaute Turm 252 mm Panzerung frontal. Die Panzerung seitlich verdoppelt sich, der Stockturm 80 mm seitlich, der ausgebaute Turm 160 mm. Sichtweite wird auch etwas besser und dafür verliert er Drehgeschwindigkeit. Also Turm ganz wichtig und nach dem Turm dann ganz ge gemütlich auf die Top Gun gehen oder alternativ den Motor.
Wobei ich fast schon sagen würde, zuerst den Motor zu erforschen und als letztes die Kanone, weil die Kanone vom Tiger II ist durchaus brauchbar. Man muss allerdings auch ein bisschen Bereitschaft dazu bringen und ich sag mal 30% oder wer die Credits hat, eine 50% Beladung auf Goldmunition mitnehmen. Mit einer Besatzung, die Waffenbrüder geskillt hat, kommt der E75 mit der Tiger II Kanone auf 7,5 Sekunden Reload, also kann damit enorm schnell schießen. Und auch durch den Schaden, der bis auf maximal 400 geht, sehr, sehr viel Schaden in kurzer Zeit anrichten. Das dazu, dann gehen wir mal zurück in die Garage. Was hat er, was kann er? Also er hat 1920 Hitpoints, ist damit, glaube ich, der 9er Panzer mit den meisten Hitpoints. Der ST1 müsste auf Platz 2 rangieren. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es einen 9er gibt, der mehr Hitpoints hat. Ich habe den E75 jetzt auch noch nicht so oft gespielt. Kann mir also da kein genaues Urteil erlauben, was die Gegner angeht. 1920 Hitpoints, so viel dazu. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Wert. Der hat einiges an HP zu verschenken. 96 Tonnen Maximalgewicht in meinem Setup, 92,4. 900 PS, 40 km/h Höchstgeschwindigkeit. Was macht es? Einen Panzer mit 92 Tonnen, der bergab fährt und da mit über 50 km/h einen Gegner rammt, das ist verheerend. Also E75 ist geeignet dazu, mit hoher Geschwindigkeit Gegner zu rammen und verursacht dabei auch noch richtig viel Schaden. Solltet ihr dabei natürlich ein Augenmerk darauf richten, dass eure Gegner, wenn möglich, leichter sind wie ihr, um selber nicht so viel Schaden zu nehmen, dann ist es in jedem Falle eine Option, wie ihr den E75 als Damage Dealer noch einsetzen könnt. Die Wendegeschwindigkeit ist 30 Grad in der Sekunde. Das ist ein ziemlich guter Wert, also der ist sehr agil auf der Wanne, zumindest macht er im Spiel den Eindruck, sehr agil zu sein. Macht Spaß, also kombinierte Wendegeschwindigkeit von der Wanne und Turm ist eine brauchbare Kombination, um auch Gegner unter Beschuss zu nehmen, die versuchen einen zu flankieren oder auszuzirkeln. Die Wanne hatten wir ja schon, die ist gepanzert vorne mit 160, seitlich mit 120 und wenn wir uns den Panzer angucken, das Profil ist ähnlich wie beim Tiger 2 plus etwas stärkere Winkel, seitlich glaube ich jetzt nicht. Seitlich sieht es jetzt nicht so aus, als ob der Winkel anders wäre wie beim Tiger 2. Müssten wir gerade mal gucken. Nee, also die Seitenwinkel sind identisch. Aber durch die deutlich höhere Panzerung und wenn man den noch ein bisschen anwinkelt, geht hier einiges. Man kann ihn sehr gut zum Sidescrappen spielen. Da sehr, sehr viel abprallt. Es ist auch auf Tier 10 noch ein richtiger Hassgegner, so ein E75, der geschickt angewinkelt steht, ist ein richtiges Problem und insofern keine Arti verfügbar ist, kann man so ein E75 dann eigentlich nur mit mehreren Teammates zusammen rushen, dass er einfach zu viele Ziele hat, die bekämpft werden müssen. Die Turmpanzerung 252, Front 160, 160 Seiten ist sehr gut. Ich sag mal so, der E75 mit einem guten Matchmaking als Top-Tier in einem 7er Gefecht ist ein echtes Problem. Es gibt auf Tier 7, wenn der E75 angewinkelt steht, keinen Panzer, der ihn durchschlagen kann. Wenn man während den Reload-Phasen in Bewegung bleibt, dass die Kommandantenkuppel oder die Turmoberseite hier nicht angezielt werden kann. Sowie die untere Frontplatte muss verdeckt werden, wobei hier auch selbst mit einem Tiger 1 habe ich hier schon mit regulärer Munition drauf geschossen und keinen Durchschlag erzielt. Also die untere Platte zusätzlich ein bisschen angewinkelt halten, vor zurückfahren und der Gegner wird hier auf keinen Fall durchkommen. Der Standardschaden mit der Topkanone 368 bis 613.
vom Prinzip her kann man sagen, diese 128 mm Kanone ist eine abgewandelte Version der Ferdinand Kanone. Ist ein bisschen ungenauer, der Reload ist etwas höher, aber ansonsten sind die Daten identisch. Die Einzelzeit ist, glaube ich, auch etwas höher. Moment, gerade mal gucken. Ja, die Einzelzeit ist etwas höher, 0,6 Sekunden. Aber ansonsten ist die Kanone identisch zur Kanone vom Ferdinand. Einzigstes, mehr oder weniger Manko, ist bei der Kanone 3,82 Schuss die Minute. Also ich habe mit Waffenbrüdern und Ansetzer plus Lüftung einen Reload von 12,9 Sekunden, knapp 13 Sekunden. Das ist ein Wert, mit dem muss man spielen lernen, weil der Reload wirklich sehr lang ist. Aber es geht. Durch die hohe Panzerung geschickt gestellt, kann man da auch einiges noch abprallen und während der Reload-Phase unbeschädigt die Nachladezeit durchleben, sage ich mal. Durchschlagskraft standardmäßig 185 bis 308. Der mittlere Wert ist 246. Mit Goldmunition 311, mit HE 65. Auch gängig, sage ich mal. Kann man auch ohne Premium-Munition sehr gut spielen. Turmdrehgeschwindigkeit 18 Grad in der Sekunde hatte ich schon angesprochen. Das ist relativ langsam, aber zusammen mit der Wanne geht's. Sichtweite 400 Meter in der Sekunde, in der Sekunde, genau, Meter in der Sekunde. 400 Meter ist sehr gut. Damit klärt der Panzer sich selber auch Ziele auf und ist nicht so blind, dass er Gefahr läuft, ständig überrascht zu werden. Also über die eigene Sichtweite auch sehr gut zu spielen. Funkreichweite 710 Meter Standard, da braucht man eigentlich nichts dazu zu sagen. Und zu dem Zubehör habe ich eingebaut die Lüftung Klasse 3, den Ansetzer für Panzergeschütze großen Kalibers und den vertikalen Stabilisator Stufe 2, um einfach auch aus der Bewegung raus schnell schießen zu können. Die Lüftung ganz klar, weil sie immer dieses Plus auf die Besatzung bringt und zudem auf die Einzielzeit fahren. Also es verbessert sich einfach die gesamten Fähigkeiten vom Panzer, von der Besatzung wird dadurch einfach noch ein bisschen gepusht. Was habe ich eingebaut? Ich habe eingebaut, sorry, was habe ich hier beladen? Ich habe 28 Schuss reguläre Munition, 6 Schuss Premium-Munition, 2 Schuss HE für Cap-Resets, einen Handfeuerlöscher, kleine Ersatzteilkiste und kleine Erste-Hilfe-Kasten. Es ist ein deutscher Panzer und wie man sehen kann, also es ist wie gehabt über den vorderen Antriebszahnkranz angetrieben. Das heißt, die Seitenvorgelege sind vorne im Panzer. Und wie gehabt bei den deutschen Panzern löst Wargaming das so, dass das der Antrieb vorne ist, dass es in Anführungsstrichen Getriebe vorne ist und somit führt auch einen Durchschlag durch die untere Wanne oft zu einem Motorbrand oder Motorausfall. Von dem her untere Wanne immer verstecken, dann lässt sich damit arbeiten. Die Besatzung habe ich jetzt hier vom VK 3001H umgelernt, mit dem Löwe dann umgeskillt, beziehungsweise wieder auf 100% geskillt. Ich würde die Besatzung nicht so skillen, wie ich es jetzt hier habe. Ich würde es umdrehen. Ich habe jetzt hier im ersten Durchgang Waffenbrüder. Ich würde im zweiten Durchgang, im dritten Durchgang würde ich Waffenbrüder skillen. Im ersten Durchgang beim Kommandanten Sechster Sinn, im zweiten Durchgang Reparatur, im dritten Durchgang Waffenbrüder, beim Richtschützen im ersten Durchgang Reparatur, im zweiten ruhige Hand, im dritten Waffenbrüder, beim Fahrer im ersten Durchgang Reparatur, im zweiten Geländespezialist, dritter Waffenbrüder, beim Funker erster Reparatur, zweiter Weitsicht, dritter Waffenbrüder und beim Ladeschützen Reparatur, sichere Lagerung und Waffenbrüder und alles weitere. Also da sind die Crew-Skills schon so zäh, dass man aber selber schon abschätzen kann und genug Gefechte auf dem Panzer hat, um zu sagen, okay, wo ist er anfällig, was könnte ich noch als Plus gebrauchen und dann dementsprechend den nächsten Skill bei den jeweiligen Crewmitgliedern auswählen.
So, ich habe jetzt noch nicht wirklich viele Gefechte drauf. Ich habe den E75 insgesamt nach Fahrzeugstufe sortieren 39 Gefechte gespielt, 54% Winrate drauf. Und von dem her, dieses Gameplay, was ich noch mit anhängen werde, bitte berücksichtigen, es sind erst 40 Gefechte. Ich bin noch in der Testphase vom Panzer, also ich bin gerade, was Schnellschießen angeht, etc., bin ich noch am Testen. Was kann der? Ab welchem Einzielgrad trifft er? Und ja, einfach mal gucken, was geht, wo kann man ans Limit spielen und wo kann man einfach auf Safe spielen. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube eigentlich nicht. Und dann gehen wir jetzt mal einfach direkt weiter zum Panzerungsmodell. Und da haben wir unser Panzerungsmodell. So, 252 mm Frontpanzerung am Turm plus die Kugelblende, die hier aus 185 und 252 mm Komponenten besteht. Dann gehen wir weiter, 160 mm Frontpanzerung hier unter hohem Winkel. Wie gesagt, also der reelle Panzerungswert, wenn direkt von frontal drauf geschossen wird, ist über 360 mm. Seitlich Turm und Heckturm sind hier auch mit 160 mm gepanzert, somit zum Beispiel für viele, viele Tier 6 Gegner überhaupt nicht mehr zu durchschlagen. Tier 6, Entschuldigung, für viele Tier 7 Gegner überhaupt nicht mehr zu durchschlagen, wenn die Entfernung groß genug ist. 130 mm Panzerung hat die untere Wanne, die kann aber auch abgewinkelt werden. Das heißt, wir verstärken damit die Panzerung. Durch die sehr starke Seitenpanzerung kann man den auch sehr stark anwinkeln, den E75, ohne da gleich durchschossen zu werden. 120 mm Seitenpanzerung und Heckpanzerung ist, wie gesagt, ein auch sehr guter Wert. Damit kommen wir zur 100 mm Panzerung. Das ist dieses, also normalerweise müsste das die Ladeluke sein für die Munition. Die ist nur mit 100 mm gepanzert, also hier ist ein Durchschuss von hinten möglich. Dann haben wir 60 mm hier oben auf der Turmseite, also ja, ich sag mal gefährlich für Artillerie und für Panzer im Nahkampf, dass die hier drauf schießen. Es besteht die Möglichkeit, dass hier ein Durchschlag erzielt wird. Dann die restliche Panzerung von oben sind 40 mm, sowohl die Wanne als auch der Turm. Und die Ketten bieten hier ebenfalls nochmal 40 mm Schutz. Das heißt, 120 mm Seite plus 40 mm Kette macht bei einem Kettentreffer 160 mm Panzerung, die durchschlagen werden muss. Und damit ist das auch kein Panzer, der seitlich so leicht geknackt werden kann. 30 mm Panzerung ist jetzt hier überhaupt nirgends vorhanden. Außer es ist hinter Spaced Armor, das können wir gleich noch gucken. 0 mm Panzerung hinter diesen seitlichen Ohren, also ich denke mal, das sind Abstandsmesser, also Zieleinrichtungen. Dann direkt hinter der Kanonenblende ist auch nochmal eine 0, also eine Stelle ohne Panzerung. Und hier, also wie wir sehen, keine Stelle, die nur mit 30 mm gepanzert ist. Damit gehen wir nochmal auf die Spaced Armor ein. Das heißt, diese Kugelblende ist seitlich bzw. von vorne durch 252 mm gepanzert. Diese Verbindungsstücke hier vorne sind mit 185 mm gepanzert. So wie das jetzt aussieht, ist da nochmal ein Ring drauf. Also es ist etwas undurchsichtig. Also die Kanonenblende ist auf jeden Fall sehr schwer zu durchschlagen. Ich habe es auch nicht, ist mir noch nicht passiert, dass dann Durchschuss erfolgt ist. So, anwinkeln würde ich den E75 immer ungefähr so.
um Hausecken herum kann man noch steiler anwinkeln, da die Front weiter nach vorne geht als als Kettenlaufwerk. Das heißt, wenn ein Gegner mit einem unruhigen Zeigefinger gegenübersteht, schießt er zu früh und knallt auf jeden Fall auf die Frontplatte. Das heißt, ihr habt Zeit, um rauszufahren und einen Konterschuss anzubringen, insofern es nur ein Gegner ist. Sidescrap funktioniert auch hervorragend durch die gute Seitenpanzerung. Das heißt, ihr könnt also ungefähr in dem Winkel könnt ihr noch ohne Probleme rausfahren, ohne durchschlagen zu werden. Kettenschüsse und Abpraller provozieren. So, das war mal die Panzerung. Dann gehen wir mal direkt zu einem Replay. Da habe ich nämlich ein feines davon und starte das direkt. So. Damit sind wir im Gefecht, beziehungsweise in der Vorbereitung zum Gefecht. Ein Tier 9 Gefecht. Sehr schönes Matchmaking von E75. Das heißt, wir können hier ganz gediegen rumprügeln. Und was ich dazu sagen muss, es ist eins von den relativ frühen Gefechten. Also, ich bin hier noch in der Testphase, gerade was den Waffeneinsatz, Panzerungseinsatz ge angeht. Wie ich den Panzer auch schnell und aggressiv spielen kann. Das heißt, ich bin hier nicht bei jedem Schuss voll am Einzielen, weil ich einfach gucken will, ab welchem Grad von Einziel, Zeit kann ich bereits schießen und treffe auch. Also von dem her resultieren hier auch einige Fehlschüsse daraus. Ich orientiere mich hier am Conqueror, weil es ein guter Spieler ist und nicht weil ich den gerne supporten würde. Unser Jagdtiger sagt hier schon, don't go over the bridge, und das ist eine richtige Ansage, was natürlich direkt vom AT-7 ignoriert wird. Der fährt über die Brücke, der E50 wird über die Brücke fahren, der IS wird über die Brücke fahren. Hier kann man sehr schön sehen, wie schnell der E75 ist. Also zum Rammen ideal geeignet, bei über 90 Tonnen mit 40 km/h. Wenn es bergab geht, dann kommt er auf 50 km/h. Ein Rammangriff ist verheerend mit dem Panzer. Der erste Gegner gespottet, wie man sehen kann, die drei Angesprochenen sind jetzt über die Brücke gefahren. Unser Jagdtiger schreibt nur, oh mein Gott. Er hat leider damit recht, also das ist wenig, wenig produktiv. Und die werden hier leider auch sehr schnell platzen. Und das ist schade, weil es gute Panzer sind. Naja, zumindest sagen wir mal, der AT-7 und der E50 haben hier Potenzial, durchaus mitzuspielen. Unser Leopard PTA platzt hier wieder erwarten ziemlich schnell. Ich gehe hier in Position, kurz zielen, um zu sehen, ob ich irgendwas anzielen kann. Und habe hier links direkt ein STI. Fahr zurück. Der war jetzt nicht komplett eingezielt und aus der Turmdrehung noch geschossen. Ziemlich während dem Reload direkt hinter den die Kuppe zurück. Bleibt in Bewegung, hab nachgeladen. Bauen sie hier noch einen Schuss, das müsste vom STI gewesen sein, der sich hier wieder zurückzieht. Ich bleibe nach wie vor in Bewegung. Versuche hier an das Objekt ranzukommen, das aber noch in der Deckung spazieren fährt. Und somit hier der nächste Abpraller. Fahre jetzt hier raus. War nicht komplett eingezielt. Hätte aber an der Stelle eigentlich durchschlagen müssen. Also das wird wahrscheinlich ein Random Shot gewesen sein oder ein Schuss mit niedriger Durchschlagsleistung, durch das, dass sie ja nicht immer fest sind. So, hier mit relativ hohem Risiko seitlich rausgefahren und ohne Einziehen die rechte Backe vom Objekt 704 getroffen. Bin wieder im Reload. Und wieder einen auf die Backe. Unser F-1050T rammt hier das Objekt und zerstört. Wird hier aber als Konter natürlich sofort aus dem Match genommen. Dafür schicke ich die ISU in die Garage. Fahre nach vorne, um hier noch ein bisschen Deckung zu haben.
zumindest für die untere Wanne. Ziele direkt ein, wartet den Reload ab und nehmt das Objekt direkt auch noch aus dem Match. So, ziehe mich hier, wie man sehen kann, also die Wanne dreht sehr schnell. Ziehe mich hier hinter die Kuppe zurück. Der STI wurde offensichtlich von einem Teammate versenkt. Das muss ein Objekt gewesen sein, weil was anderes war hier nicht in Sicht. Die Gun Depression reicht hier nicht. Das wäre dann auch ein bisschen zu viel. Also der negative Richtwinkel beim E75 ist durchaus gut. Ich fahre hier vor. Nicht die beste Entscheidung. Aber diesmal kriege ich dafür keinen auf die Backe. Ziehe ich gleich wieder zurück, um nachzuladen. Und runde hier die Verbündeten, damit ich hinter die Kuppe komme. Kann hier den IS-8 nicht beschießen. Und den zweiten ebenfalls nicht. Das heißt, ich fahre hier vor. Frontpanzerung dem stärkeren, also dem mit mehr HP gesegneten Gegner zugewandt, steht 5-7, wir liegen mit 2 Panzern im Rückstand, mit 3 Panzern im Rückstand. Dreh hier ein, bleib an der ungeschickten Stelle kurz stehen, fahr weiter und wissentlich, wie man sagen muss, also es ist mir bekannt, dass der IS-8 ja links neben mir ist, aber es ging hier darum, Druck zu machen und eventuell den einen Gegner aus dem Match zu nehmen, was mir leider nicht gelingt, weil er schon abgeschossen wurde. Aber ein toter Gegner ist ein toter Gegner. Ich drehe hier den Turm etwas zur Seite, damit der T69 nicht treffen kann. Dem Schussgeräusch nach war das Heat, also er schießt mit Premium-Munition oder Hash oder was auch immer diese amerikanische Karre da verschießt. Der zweite Schuss, der abgeprallt ist, hier sehe ich einen Tiger, der mich offensichtlich noch nicht gesehen hat. Dafür gibt es natürlich gleich ein Begrüßungsgeschenk. Schiebt die untere Wanne hier direkt an den Erdhügel und drehe die Wannenaußenseite weg, damit ich den Tiger abfallen kann, was hier auch passiert ist. Drehe mich sofort zurück, um den IS-8 einzuziehen, der sich gleich zurückzieht und nicht schießt. Also er ist offensichtlich etwas unsicher. Hier jetzt ein Schuss kaum mit einer Zielzeit. Sogenannter Snapshot, mit der Entfernung aber auch noch gut getroffen. Der T69 kommt jetzt, wie man auf der Minimap sehen kann. Das ist für mich in meinen Augen der Situation der gefährlichste Gegner, weil er einen Autoloader hat und der sehr gerne mit Premium-Munition geschossen wird. Dreh hier den IS-8 die Kette zu und während er schießt, drehe ich die Wanne weiter, um den Schaden einfach mit der Kette aufzunehmen. Mein Schuss war unnötig auf den IS-8. Also hier kann man sehen, beziehungsweise man hört es auch am Tisch nach dem Schuss, also das ist Heat, was da verschossen wird. Hohladung, hier die Wanne angewinkelt und bewegt. Somit kein Durchschlag für den IS-8, Entschuldigung. Ich drehe die Wanne weiter. Der nächste Abpraller. Allerdings hier jetzt auch ein unnötiger Schuss von mir, aber wie man sehen kann, der Tiger von oben hat selbst unter dem Gewicht keine Chance mehr durchzukommen. Wiederum drehe ich hier die Wanne ein Stück aus und der Schaden geht bei mir in die Kette vom IS-8. Dafür kassiere ich jetzt hier einen vom T69 und einen vom Tiger und nochmal T69. Also hier wird definitiv wieder mal mit Goldmunition geschossen, was für mich aber nichts mehr mit spielerischer Qualität zu tun hat. Also ich habe letzte Zeit auch mit jemandem zusammengespielt, der den T69 gegrindet hat und der hat den im gesamten Spielverlauf hat er immer nie mehr als 2 Clips Premium Munition dabei gehabt und hat es auch nur selten verschossen, also meistens verschossen, wenn die Munition ausgegangen ist. Naja, der T69 hat direkt von uns auch ein Dankeschön gekriegt. Hier habe ich versucht, den Turmdrehkranz vom IS-8 zu treffen, das ist mir nicht gelungen.
Der nächste Abpraller vom Tiger und der Tiger wird von unserem IS-8 aus dem Match genommen. Der Jagdtiger zerstört den IS-8. Und jetzt gehe ich auf T69 Jagd. Beziehungsweise T69 oder FCM50T. Ich bin hier flexibel. Ich bin am gucken, welchen ich kriegen kann. FCM50T steht hier hinter dem Gebäude. Rechts von mir wäre der T69 offen gewesen. Habe ich natürlich geschlafen in der Situation. Hier versuche ich durchs Haus zu schießen, treffe aber nicht. Ich weiß nicht, was wurde. Da muss wahrscheinlich noch irgendwo ein Hindernis im Weg gewesen sein, was nicht sichtbar war. Und von daher geht der Schuss ins Leere. Hier habe ich ganz kurz einen Lag gehabt und ich dachte schon nicht jetzt ins Wasser. Aber ich habe dann noch die Handbremse gedrückt, also Leertaste gedrückt und bin noch rechtzeitig zum Stehen gekommen. Versuche hier den T69 von hinten anzugehen, allerdings versteckt er sich. Schnell umgedreht, zurück, um den T69 hier noch schnell rauszunehmen, bevor der sein Magazin entladen kann. Wieder ohne Einzugschalt von hinten den T69. Ja, Kür, das war nur Kür. Kommen wir direkt mal noch zu zum Kampfbericht. So, und dann kommen wir jetzt hier zu den Ergebnissen. Ein Sieg, das war ja irgendwie ersichtlich. 71.865 Credits mit Premium, ohne Premium wären es 48.420 gewesen, 1890 EP ohne Double. Mit Premium, es war das Überlegenheitsabzeichen erster Klasse, die Stahlwand und der Meisterschütze. Zum Teamscore, wir haben nach EP sortieren, wir haben hier 4847 Schaden gemacht, 3 Kills, 1260 Erfahrung ohne Premium, sind damit deutlich Matchwinner. Das gegnerische Team hatte hier den T69, aber wie gesagt, ja, also er hat jetzt den Nerf gekriegt von 300 mm Durchschlag bei der Goldmunition auf 250, aber wer einen Panzer nur noch mit Goldmunition spielen kann, der kann in meinen Augen nicht spielen und der Spieler gehört da dazu. Und dazu ist zumindest meine Meinung, weil er hat hier in Reinkultur Goldmunition auf den E75 geschossen und das bedeutet für mich, dass er irgendwie das Spielprinzip von dem Medium nicht verstanden hat. Das ist nicht die Aufgabe von dem T69, der als Medium im Spiel ist, einen schweren Kampfpanzer frontal anzugreifen. Und da er nicht extra umgeladen hat, hat er zumindest durchgehend Gold geschossen. Das heißt, naja, fragwürdige Performance in meinen Augen. So, weiter im Text. Wir haben hier 18 Schuss abgegeben, 17 getroffen. 13 davon haben durchschlagen. Ein paar habe ich, wie gesagt, ich habe ja anfangs erwähnt, ich bin hier noch am Testen mit dem Panzer. Das heißt, ich versuche auch über Snapshots, über Schnellschüsse rauszukriegen, wann trifft er noch, wann trifft er nicht mehr. Und da resultieren jetzt natürlich aufgrund von meiner niedrigen Gefechtsanzahl mit dem Panzer auch solche Schüsse dann her. Ich habe 4847 Schaden verteilt und jetzt kommt der interessante Part. 26 Treffer eingesteckt, 7 davon mit Durchschlag und 19 ohne Durchschlag. Das war ein potenziell erhaltener Schaden von 8100 Hitpoints. Einen Gegner habe ich entdeckt, 8 Gegner beschädigt und 3 Gegner zerstört. Ich habe Aufklärungsschaden 806 gemacht, bin 2 Kilometer gefahren. Und von diesen 72.630 Credits, die ich bekommen habe, wurden 765 abgezogen für Team Damage. Das war der Panther, an dem ich vorbeifahren wollte, der dann rückwärts auf mich draufgefahren ist. Dafür musste ich bezahlen, weil ich schneller gefahren bin. Reparaturkosten 9.671 und Munition 19.260. Das heißt, es bleibt netto übrig 42.934 und unterm Strich 1.890 Erfahrung und 94 freie Erfahrung. So viel zum E75. Ich hoffe, das war hilfreich und es hat gefallen. Bei Fragen oder ähnlichem einfach an mich wenden, sei das in-game oder sei das
In den Kommentaren von den Videos. Zudem könnt ihr mich auch ab und an mal auf dem TS-Server von Depak finden, also eigentlich täglich, abends meistens. Bin allerdings kein Depak-Ausbilder, um das gleich mal vorwegzunehmen. Ich bin da lediglich Veteran, also Besucher auf dem Channel, weil jetzt schon mehrfach in Gefechten geschrieben wurde, ich wäre Trainee bei Depak. Das bin ich nicht. Ich war da lediglich Auszubildender. So, das wollte ich noch klargestellt haben. Und in diesem Sinne wünsche ich euch natürlich noch viel Spaß beim Spielen. Würde mich freuen, wenn es gefallen hat, wenn ihr gefällt mir drückt, Kanal abonnieren. Und ja, viel Spaß noch weiterhin.